Neben mir steht Anja Gripphofer. Anja, du hast eben eine Session hier auf dem Community Camp Berlin 2014 gegeben und das Thema war so Erfahrungen mit Social Recruiting. Du bist von Adecco und ihr habt dort eine Studie gemacht. Was war so die Haupterkenntnis aus der Studie zum Social Recruiting für dich? Also ich glaube, die Haupterkenntnis aus der Social Recruiting Study war einfach zu sehen, dass die Nutzung von Social Media wächst. Gerade bei der Jobsuche wird es immer wichtiger. Gleichzeitig leben Bewerber und Unternehmen aber immer noch ein Stückchen weit aneinander vorbei. Die Bewerber erwarten ständige Aktualität und spannende Jobangebote. Und viele Unternehmen schaffen es aber auch nicht regelmäßig, Jobs zu posten oder geben an, dass sie ihre Social Media Kanäle nur weniger als einmal im Jahr kontrollieren. Da ist also noch viel Entwicklungspotenzial da. Aber du hast auch gezeigt, es entwickelt sich da was, denn 2013 habe ich Zahlen gesehen, die waren noch niedriger, also ist da ein Weg drin. Wenn du so jetzt mal in die Zukunft schaust und dir so vorstellst, wie wird Recruiting in Zukunft beeinflusst durch Social Media verändert werden, was wird anders? Ich denke, dass die Kandidaten oder die Bewerber doch mehr die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren im Internet und auch von den Personalern gefunden werden. Also ich glaube, dass sich irgendwann in ein paar Jahren der Prozess umkehren wird und hochqualifizierte Bewerber nicht mehr ihre Bewerbungsmappen in die Welt schicken müssen, sondern die Unternehmen die Kandidaten direkt über Xing, LinkedIn und die anderen Kanäle finden und dort auch direkt ansprechen werden. Das heißt, es wird einfacher für die Bewerber, weil sie haben ja schon ein Social-Media-Profil irgendwo gepflegt, gut hinterlegt und sind damit leicht auffindbar und brauchen sich selber gar nicht mehr so viel Mühe geben. Na, das klingt ja gut. Also herzlichen Dank für die Session und viel Spaß beim Community Camp weiterhin. Vielen Dank.